MyFlats ist ein Startup, was 2017 gegründet worden ist. Ich komme aus dem Ferienhaus, Vermietungsbereich und MyFlats ist eine Software, die ja das Verwalten von Ferienhäusern und Ferienwohnungen einfacher macht. Also sprich Thema Channel Management, Buchungssystem, Kalender, Datenaustausch und so weiter. Ja, also erstmal natürlich Datengenauigkeit, ne, dass die Daten korrekt sind, auch na gut ausgefüllt, also viel Input drin ist und dann eben halt eben diese Korrektheit der Daten, der Belegungsdaten. Ne. Das ist, war eigentlich bei uns das der ausschlaggebende Punkt damals bei der Software auch gewesen, diesen Belegaustausch der, der Daten. Ja, um dann die Leute, dann, wenn sie das Objekt buchen, dass es dann auch tatsächlich frei ist und nicht Anfragen auftauchen und man den Leuten dann absagen musste. Das kam immer sehr negativ rüber und das haben wir damit dann sozusagen abgeschaltet. Nicht mehr darzustellen, als was es ist. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass bei Bildern, die oder Beispiel jetzt zum Beispiel, wenn die Betten aufgezogen sind mit Bettwäsche. Das sieht auf dem Bild natürlich bei dem Objekt 100-mal schöner aus. Wenn der Gast aber dann anreißt und das Bett ist dann nicht bezogen, dann kommt das dann negativ rüber, weil die Leute dann meinen, dass es so ist. Oder es stehen zum Beispiel Blumen auf dem Tisch oder da steht auf einmal eine Schale mit Obst. So, das wird ja vom Fotografen dann irgendwie, ist das ja nett gedacht. Aber wenn der Gast das nachher dann so nicht vorfindet, ist es natürlich dann ein Problem. Ich sag mal, der Vermieter, am Ende verdient er ja Geld mit seinem Objekt. Und man sollte natürlich dann schon auch Geld ausgeben für einen Fotografen, der ein Foto macht und nicht unbedingt schnell mit dem Handy das selber geknipst. Wobei, wie gesagt, man muss dann darauf achten, dass nicht irgendwas dargestellt wird, was nicht da ist, nachher tatsächlich. Aber trotz allem sollte das Foto natürlich schon auch eine gewisse Qualität haben, ne? Weil damit steht und fällt die Vermietung natürlich auch des Objekts. Ja gut, also der erste Weg wäre natürlich immer irgendwie so über Portale zu gehen, um die Reichweite zu erreichen, weil man mit einer eigenen kleinen Website oder so schwierig dann zu finden ist, zum Beispiel bei Google ja und so weiter. Problem ist natürlich immer so ein bisschen, und das ist auch so die Erfahrung, die wir jetzt gerade so aktuell machen. In der Vergangenheit war es so, dass der Weg über die Portale, also das Objekt selber auf Portale zu stellen und dann ja den Gast dann wieder abzuholen über das Portal in die Wohnung rein, dass diese Quelle so ein bisschen versiegt. Also es gibt ja, sage ich mal, so Meta-Search-Suchmaschinen wie Home2Go, wo mittlerweile 1 Million Ferienobjekte oder über 1 Million Ferienobjekte in Europa angeboten werden, wo man sich dann ja schon die Frage stellen muss, warum soll der Gast nun gerade zu mir kommen? Ne? Weil eine Auswahl von 1 Million Objekten. Und wir haben eigentlich den auch so ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir immer wieder neue Kunden generiert haben über die Plattform. Aber der Gast, der dann tatsächlich schon da war, der wurde im Grunde so ein bisschen vernachlässigt. Dass man sagte, ja, wenn der dann nächstes Jahr wiederkommen wollte, weil ihm das so gut gefallen hatte, dann hat man ihm das natürlich gerne vermietet. Aber man ist im Grunde nicht aktiv dem schon bestehenden Gast nachgegangen. Zu sagen, willst du wiederkommen? Entweder in Form eines Newsletters, WhatsApp, Facebook und so weiter. Das ist, und da sind wir jetzt als Agentur hier in St. Peter dran, dass wir sagen, okay, die Quelle der neuen, immer neuen Mieter, das wird irgendwie schwieriger. Und wir müssen halt zusehen, dass wir auch schon Bestandskunden immer wieder generieren, auch wiederzukommen. Also das Portal ist im Grunde das notwendige Übel. Ne? Also da wird man, sage ich mal, kurz- oder mittelfristig auch nicht
von wegkommen. Ne? So, das muss so der Startschuss sein, der Erstaggregat, sage ich mal, von Neukunden. Aber wie gesagt, der Eigentümer muss halt sehen, dass er selber im Grunde dann aber auch bestehende Gäste versucht, immer wieder abzuholen. Und das kann natürlich auch schon vor Ort passieren, ne? Mit Giveaways, mit kleinen Präsenten, mit kleinen Aufmerksamkeiten, wo der Gast sich dann eben, ja, angefasst fühlt, sage ich mal, also positiv angefasst, so dass man eben ja ein bisschen mehr macht. Also nur die reine Bereitstellung des Objektes, damit ist es eigentlich nicht mehr getan. Der Gast erwartet mehr. Ne?